Ja, Stuttgart hat sich vor allem dieses Jahr in der Breite sehr gut verstärkt. Sie haben viele Optionen. Es läuft natürlich im Moment auch nicht so rund, wie Sie es sich vorstellen. Sie haben natürlich auch andere Regionen angepeilt dieses Jahr, aufgrund auch der Verpflichtungen, die sie gemacht haben. Nichtsdestotrotz ist jedes Spiel in der Bundesliga ein schweres Spiel. Wir werden nicht einen einfachen Gegner hier zu Hause bekommen. Und Stuttgart möchte die Heimniederlage von der letzten Woche wegmachen, und darauf müssen wir gefasst sein. Haben natürlich auch, wir haben die englische Woche, sie sind ausgerudert, aber das ist für uns keinen Grund. Wir wollten dahin die englischen Wochen spielen. Und deshalb nehmen wir das auch an und freuen uns morgen vor unseren Fans ausverkauftes Haus wieder spielen zu dürfen. Es wird Ralf Herrmann spielen. Timo konnte gestern auch noch nicht so richtig trainieren. Und Ralf hat seine Sache in Bukarest sehr ordentlich gemacht. Sehr gute Aktionen gehabt, sicherlich auch die ein oder andere Unsicherheit. Nichtsdestotrotz hat er sehr lange nicht gespielt und für das hat er eine gute Präsenz auf dem Platz gehabt. Und aber wie gesagt, Timo ist im Moment, steht auch nicht zur Verfügung. Und wir werden, so wie es aussieht, wenn nichts passiert, auch am Dienstag, aber das war von vornherein klar, habe ich ja immer gesagt, dass wir im Pokal den Torhüter wechseln, um auch einfach immer Spielpraxis unserem zweiten Tormann zu geben. Und jetzt hat er Ralf die zwei Spiele. Und ich denke, dass er das gerechtfertigt, dass er das Vertrauen kriegt. Ja, aber in der Hierarchie im Tor ändert sich jetzt grundsätzlich nichts. Wenn Hildebrand wieder gesund ist, dann geht er wieder ins Tor. Ja, das müssen wir jetzt mal sehen. Wir müssen jetzt einfach sehen, wie Ralf sich da präsentiert. Im Prinzip ist es jetzt nicht angedacht. Wir haben gesagt, dieses Spiel mussten wir handeln in Bukarest, weil Timo verletzt ist. Jetzt müssen wir auch handeln, weil Timo verletzt ist. Und dann schauen wir nach dem Pokalspiel. Ja gut, Julian Draxler und Kevin Prinz Boateng werden wieder dazustoßen. Die haben gestern problemlos mittrainiert. Also von dem her haben wir da zwei Optionen mehr. Ja, Jefferson hat ja gut zwar 8 Wochen gefehlt, er hat dann aber 1,5 oder 2 Wochen mit der Mannschaft voll trainiert. Er kam dann rein gegen Bremen und ich traue es ihm auf jeden Fall zu. Und ich denke auch, dass er morgen zumindest mal von Beginn an auflaufen wird. Ob er es dann durchsteht oder ob wir frühzeitig reagieren müssen, müssen wir schauen. Aber er wird auf jeden Fall mal auflaufen. Das, was ich auch immer vor Wochen schon gesagt habe mit Max Meyer, hat man gesehen in Bukarest, dass er ein bisschen müde geworden ist. Da müssen wir uns überlegen, ob es Sinn macht, ihn jetzt von Anfang an zu bringen. Oder wir haben am Dienstag schon wieder ein wichtiges Spiel. Oder ob wir ihn von der Bank reinwerfen. Aber das sind alles Dinge, die überlegen wir uns noch. Wir würfeln heute Abend noch ein bisschen. Irgendeiner wird schon stehen bleiben. Reviersport. Ehrlich, echt.